Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Onkel Klo, der elektrische Gigolo, ist mal wieder vom Klo runtergekommen und macht jetzt ein bisschen Treppenhaus-Simulation, weil wir haben es ja noch nicht geschafft und ich bin gespannt, ja, ich möchte ein neues Spiel starten, mit euch zusammen. Ich bin gespannt, ob das diesmal klappt. Ich gebe mir die beste Mühe, also ich nehme wieder Inspiration. Und dass wir überall was finden und natürlich alle 10 Punkte was verlieren. Alle 10 Züge. Die Geschichte kennen wir. Ich werte erstmal auf. Okay, die Werkbank hat sich aufgewertet. Das ist schon mal sehr nett von Anfang. Und wir gehen nach unten, denn wir brauchen Zeug. Und das war eine Ankündigung. Und die lesen wir doch mal. Achtung, Achtung, dies ist keine Übung. Bitte geben Sie sich in den nächsten Schutzbunker. Bleiben Sie ruhig, Frauen, Kinder zuerst. Na toll. Auf die Info habe ich gewartet. Ein Messer. Das ist schon mal ein schäbiger Anfang. Eine kleine Heilung. Unten. Was war das? Draht. Und die Heilung ist wieder weg. Ast rein und ein Handy. In welchen Stock muss ich? 93. Klar, Mann. Oh, nee, da war ja noch was. Kaffeebohnen und ein Stück Holz. Und ein vergammeltes Ding. Und das hauen wir uns doch direkt so rein. Warum nicht? Deswegen wahrscheinlich nicht. Ich habe kein Kleingeld. Eine Heilung. Und da ist die Heilung wieder weg. Und ein Mob. Wie viel Schaden macht der Mob? Nee, lohnt sich nicht. Oder? Lohnt sich das? 7, naja. Gehoppt wie gesprungen. So, mal gucken, was du zu meinem Mob sagst. Du nimmst den Mob. Bam. Mob, 6 Schaden. Und nochmal. Bam. 6,6. Wird schon besser. Und bam. Und jetzt brauchen wir dich mehr. Jetzt nehmen wir so. Zack. Hast rein. Und ein Lime. Das reimt sich. Ist genug für einen Reim. Typ im Anzug. Dieser Anzug brennt besser. Bam. Und zack. Und geil. Und wir wählen die sichere Variante, dass er noch trifft. Einmal Schmerzmittel. Und ein ekelhafter Brokkoli. Ein Fisch. Stück Holz. Hier passt es bestimmt. Ach, hier ein Generator. Naja, klar. Ein Zucker. Und dann wird es wohl aufwärts gehen. Mal gucken, ob wir uns schon was an die Waffe kleben können. Vielleicht das Messer oder so. So. Teil eines Fotos. Warum zeigen sie dann das Foto nicht? Ein Level. Level. Was, mit was arbeitet der Mob? Mit Dexgeschick. Ich bin der Meister am Mob. Und Geschwindigkeit, oder? Stärke. Bam. So, nochmal ein Stück runter, bis der Fahrstuhl wieder aktiv ist. Das ist natürlich erstmal Astralen. Und ich werde es benutzen, bevor es wieder weg ist. Und einen Fisch fressen. Und das fressen. So. Und hier, Verbandskasten. Nee. Ein Stück Holz und ein Pfennig und der Draht ist weg und eine Milch und Wasser und eine Hose. Das sollte doch jetzt hier was geben. Die Katze randaliert im Hintergrund rum. Bam! Oh, eine extra Aktion. Dann gehen wir doch wieder mal auf Nummer sicher. Zack. Message. Und noch eine Heilung. Und noch ein Messer. Eine Heilung wäre jetzt Verschwendung. Zucker. Zuckerei. Na, Freundchen. Verfehlt. Im Schrubber. Mm.
War nicht schon immer so stabil. Früher seid ihr mal weggerannt. Typen. Und eine Mark und Blut. Tja, Kann mir Gegenmittel machen, aber wenn das verschwindet, dann... Tja. Dann verschwindet's, dann ist es weg. Vielleicht hau ich mich lieber ab, sagt er. Nicht gibt's! Bam! Mit dem Schrubber, vorwärts! Verfehlt. Ein Schlüssel. Und bevor die Heilung wieder verschwindet, esse ich die. Und ich trinke eine Milch. Und ich fresse Zucker. Und ein Stück Knoblauch. Vielleicht finde ich noch jemanden zum Knutschen. Dann lieber nicht. Eine Cola. Und die wird direkt konsumiert. Und da ist der Ziegelstein weg. Du machst hier weiter. Du machst hier weiter. Danke. Ich glaube, damit können wir doch mal nach oben fahren. Wir sind im Stock 90. Da kann man doch bestimmt schon was machen, oder? Die Küche kann man nicht. Doch. Hier. Einmal Klebeband. Dann das Bettchen schön machen. Jetzt habe ich die Hose nicht mehr. Dann ein Knüppel. Wenn ich die Tür verknüppeln kann. So, schön zu. Tja, hier kann man nichts weiter machen. Ich kann nicht Medizin. Nö, nichts zu fressen. Keine Medizin. Und heilen braucht man eigentlich auch nicht. Deswegen, zack, 90. Solange wie es noch einigermaßen passabel ist, nehmen wir jede Etage mit. Später dann, wenn wir mal groß sind, überspringen wir auch mal, wenn's zu doof wird. So, noch einen ordentlichen Schluck Kaffee. Bam! Bam, verfehlt. Dann nehmen wir doch die easy Variante. So, jetzt will ich mal gucken. Verfehlt. Und ordentlich, ja, sehr gut. Ja, wie man es macht, hat seine Fürs und Widers. So, und ein bisschen Präzision. Eine Erdbeere und Leim. Und die Erdbeere wird sofort gefressen. Das trockene Mehl. Und ein Schluck Wasser, dass es nicht so trocken ist. Ich hätte mal Kaffee kochen können, aber... ein ordentlicher Brokkoli. Nein, jetzt so scheiße. Wenn noch jemand zum Knutschen kommt, dann muss er der oder diejenige das dann eben ausbaden. Leim. Und die Uhr. Sehr gut. Wir haben Schlüssel und Leim. So, und dann level ich mir den Mob oder den Schrubber oder was das ist auf und gehe zu dem Gegnern, wo ich es anwenden wollen würde, und dann macht's BAM, dann ist er weg. Zack. Zack. Das läuft sehr gut. BAM. Ich habe Präzision hochgemacht. Du kannst nicht verfehlen. Du darfst es nicht. Ein Stiletto. 7 Schaden. Aber ich bin nicht gut genug. Speed. Speed 7. Siehst du Waffen? Kann ich mir aus dem Mob... Ich kann mir Mob basteln, aber kann ich mir aus dem Mob... eine Schaufel? Nee. Das? Nee. 3 Stilettos. Ein Speer.
Kann ich mir einen Speer bauen? Das wäre doch was. Ein Speer, wo war er? Hier. Ach, Dex 16. Geschick 16. Einmal Klebeband. Ich habe wieder kein Stöckchen. Naja, wir machen einfach weiter. Dann sind die Kaffeebohnen weg. Einmal Mehl und jetzt esse ich die große Heilung. Gleich wieder verletzt. Immer sofort verletzt. Kannst du mit dem Zimmermannshammer auf den Kopf hauen? Sind die schon verletzt? Das ging ja mal. Errungenschaft. Putzkolonne. Aha, weil ich wahrscheinlich 10 Typen... Ah, es ist Klebeband. Das kannst du aber abhaken, Freundchen. Krieg direkt eine aufs Maul. Und der nächste Depp. Bam. Verfehlt. Also wenn ich hier wieder so kläglich untergehe, dann mache ich in der nächsten Runde auf einfach. Ist mir ganz egal! Kein Fetti-Bum-Bum drin. So, ich glaube, wir können uns ein bisschen was basteln, deswegen fahren wir mal nach oben, bevor wieder alles weg ist. Essen? Nahrung? Nein. Hier, Klebeband. Aber wenn ich mir Klebeband herstelle, habe ich dann wieder keine Hose. So Quatsch. Und Stöckchen kann ich mir auch nicht machen. Und Stock brauche ich zweimal Holz. Klinge. Waffen. Eine, hier sowas vielleicht. Brauche ich eine Klinge, also brauche ich ein Beil. Und ein Beil macht Beil mehr Schaden? Ja, ein bisschen. Ich würde mir ein Beil machen als Notwaffe. Wir versuchen es. Einmal das. Und einmal Klebeband. Ach, eine Schaufel kann ich mir auch machen. Da bin ich mit der Schaufel besser, oder? Die macht mehr Schaden. Heute wird nicht mit Waffen gearbeitet. Heute machen wir uns mit Haushaltsgegenständen beliebt. So, das ist doch schon mal ordentlich. Dann kann nichts mehr schief gehen. Ich esse was und lege mich ins Bett. Und kann ich mir was Heilungstechnisches machen? Noch ein Gegenmittel. Ich lege mich erstmal hin. So. Das sollte noch reichen. Schweiß gebadet. Nicht gut geschlafen. Noch ein Schluck Kaffee. So, muss ich eine Taste drücken. Abwärts. Wir waren zuletzt in der 83. Wieder ein Foto. Ist weg. Brauche ich sowieso nicht. Noch was. Nicht ans Essen denken, dafür haben wir doch die Milch gekriegt und ein Stück Zucker. Ast rein. So, Freundchen. Dann schmecke meine Schaufel. Das ist wahrscheinlich Opas Klappspaten aus dem 30-jährigen Krieg. Warum ist der so beschissen? Richtig kacke. Oh, das habe ich auch noch nicht erlebt. Beim Händler ist der Typ Mehl. So, und was willst du? Du willst eine Machete und gibst mir ein Hakenschwert. Tja, sowas habe ich nicht. Eine Machete. Die kann ich auch bestimmt noch gar nicht, oder? Machete, Machete. Nö, ein Rohr? Vielleicht ein Rohr? Nö, ich habe keine Zutaten. Aber ich glaube, ich habe... Ach, ja, klar. Das ging doch mal.
Einigermaßen problemlos. Sehr gut. Dass ich das Zimmer aufwerten kann. Jetzt kann ich mit der Klebeband machen. Könnte ich, habe ich keine Hose mehr. Dasselbe Problem wie vorhin. Nicht aufgepasst. Ziegelstein. Fisch. Aber die Küche vielleicht. Habe ich immer noch nicht genug Holz. Es ist doch zum Vereifeln. Wie soll das alles anden? Ah, Level. Und ich werde mich sofort heilen. Oh, das frage ich, ich weiß doch. Die geht auf Ortex-Geschick. Ja, warum nicht? Und ein Rohr. Und aus dem Rohr können wir uns sowas basteln. Aber da brauche ich Eisen dafür. Weiter geht's. Eisen. Und ein Radiergummi, hätte ich gesagt, aber das ist Butter. Und weil ich so unheimlich geil drauf bin, fresse ich jetzt erstmal ein Stück Butter. Ich liebe den Film davon im Mund. Oh, jetzt gibt's Heilung. Kann ich mal meine Münzen ausgeben. Jawohl. Und nochmal Heilung. Und hier. Und jetzt geht das vorwärts. Richtig Affen. Oberaffen. Ihr wisst schon. Aha. Und da fehlt mir der Aluhol. Na Freundchen, dich kenne ich doch. Ja, doch. Klappspaten vom Volkssturm. Hat dich hinweggefegt. So viel Zeug. So, jetzt habe ich aus der Schaufel. Kann man aus der Schaufel noch was bauen? Ja. Militärklappspaten. Ah. Stärke 8. Interessant. Aber bis ich die ganzen Kack zusammen habe. Spaten. Den haben wir doch. Schaufel. Ja, das müsste doch weiß sein. Einmal Nägel. Ah, ich habe auch noch nicht genug Eisen. Deswegen. Rohr haben wir. Ich denke nur laut. Da könnte doch was klappen. Könnte ich mir eine Klinge basteln? Dann fahre ich doch erstmal nach oben. Bevor alles wieder weg ist. Das Wasser ist okay. So. Nochmal gucken. Ich brauche eine Klinge. Und Klebeband. Bauen. Bauen. Waffen. Und da brauche ich Stärke und Geschwindigkeit. Speed 6. Habe ich doch. Nur Stärke mangelt noch ein bisschen. Und dann ist mein Spaten aber trotzdem besser. Aber haben ist besser als... ihr wisst. Weil wir verlieren ja sowieso wieder die Hälfte. Ja. So, abwärts. Jetzt wird hier reingeguckt. Oh, das habe ich aber noch nicht erlebt. Ist das neu, dass die jetzt zu zweit drin stehen dürfen? Dass der Dicke einen Untermieter hat oder so? Oder ist sein Lover? Die sind dann alle unten in ihrem Zimmer. Eine kleine Heilung vielleicht, noch nicht. Verbandskasten, warum kann ich... mir fällt der Schnaps, ja. Ich esse das und ich esse das und das. Bevor es weg ist. Ach, na geil, jetzt ist die Waffe wieder weg. Hä? Das hatten wir doch schon mal. So, Freundchen. Dann say hello to my club Spartan. Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, um auf seinen dicken Ranzen zu kloppen? Und ein Stöckchen. Das habe ich doch irgendwo gebraucht, oder? Wir benutzen eine Heilung. Fürs Bett, oder? War es nicht so? Fürs Bett. Ne, Holz brauche ich da. Klebeband. Ich habe wieder keine Hose.
Da, ich kann mir die Küche aufwerten. Das ist gut. Das werden wir nutzen. Hoffentlich bleibt alles noch so, wie es ist, bis wir oben sind. Jawohl, Küche. Bam. Und da brauche ich noch Nägel. Ich habe aber keinen, weil ich mein ganzes Eisen für das Ding verbraten habe, was der Typ einfach wieder weggeschmissen hat. Zahnräder. Und das Holz, natürlich. Eine große Heilung. Mhm. Und ein Ei. Und eine Mark. Und das Messer ist weg. Wird ja nicht lange dauern. Wenn unten die fetten Gegner dann kommen, schmeißt er wieder seine Waffe weg. So, noch ein Schlückchen. Einmal bitte was zu essen. Eine Nuss. Eine Cola-Nuss. So. Da ist er. Zack. Und sehr gut. Zweimal nacheinander verfehlt. Und ein drittes Mal. Nein. Und eine Hose. Ich hasse dich. Verfehlt. Nochmal verfehlt. Was ist denn jetzt? Das sieht gut aus. Eine kleine Heilung. Den Fisch fresse ich so. Ich gehe jetzt nicht nochmal nach oben. Verbandskasten. Nee. Andere. Nahrung. Wir ziehen das jetzt hier durch. Zack und weg. Oh, die VIP-Karte mal wieder verloren. Und ein Brecheisen. Das finde ich gut. Speed 7. Na, haben wir aber bald. Decks sind für gut. Und macht mein Spaten trotzdem mehr Schaden. Es geht weiter. Na? Eine Gammelbirne. Ein Apfel ist ein Apfel und eine Birne ist eine Birne. Sehr geil. Und ein Holz. Ach. Okay, okay, okay. Ne, für Nägel brauchen wir zweimal Eisen. Kann man nochmal aufwerten, die Tür. Aber die ist doch schon voll. Stacheldraht. Mhm, die große Heilung ist verschwunden. Klar. Und Level. Ach, so ein Quatsch. So, was war die Anforderung dafür? Speed. Don't do coke, do speed. Oh, zack, so. So ist schön. Was war das? Eine Notration. Hm? Und haufenweise Siegelsteine. Die brauche ich für die Küche, oder? Ne. Die Notration. Wie viel heilt die? Hunger macht die? So, das sieht gut aus. Es geht weiter. Soll ich mir mit dem Fettwanst anlegen? Nee. Alohol! Endlich! Einen großen natürlich. Ich bin Assistent, steht unten. So, Compadre. Zack! Hier geblieben, Freundchen. Und ein Gammelappel. Und wir können wieder Fahrstuhl fahren. Und die große Heilung ist weg. Ich frage mich mal. Eine kleine Heilung. Eat my Spaten, Freundchen. Ah, sehr schön. Noch eine Heilung. Groß, immer. Eine kleine können wir uns dann noch nicht genehmigen. Und jetzt ist der Spaten weg, du Rindvieh! Ah. Hm. Ah, mit was arbeite ich jetzt? Was macht mehr Schaden? Das. So. Kann man das aufwerten? Waffe.
Crowbar, eine mechanische Axt. Nee, Schockstab. Könnte ich mir bauen, ja? Wenn ich Eisen hätte. Ah, hier, eine mechanische. Nee, das Kopesch. Aber ich habe kein Eisen. Deswegen fällt das Kopesch weg. So, jetzt hier wird hier wieder stur einfach weitergemacht. Was habe ich jetzt? Einen Stab. Und aus dem Stab erstmal Bier aufmachen. Stab. Stab. Ich kann mir mit dem Stab einen Stab machen. Das, ne. Hier. Stock. Stock und Stein. Okay, bin ich auch nicht gut genug, bin zu doof. Nö. Nö. So, ach doch nicht mit blanken Fingern hier. Nimm das. Ah ja, da war schon vorangepickt. Ein Schlüssel und eine Zwiebel. So sieht über, ist eine komische Zwiebel. Eine große Heilung. Ja, legen wir uns mal mit dem Typen an hier. Erstmal auf die Hand. Verfehlt. Oh. Du Schwein! Wir ziehen uns zurück, glaube ich. Und wir essen das. Und dann gehen wir wieder rein. Weil hier ist der Zahnarztstuhl. So, hier, Kopf. Und auf die Hand. Und auf die Wampe. Und zum Schluss nochmal auf den Kopf. So. Einmal Eisen, ein Fisch und nochmal Eisen. Da kann man doch jetzt was machen, oder? Kopesch. Ich habe keinen Leim. Oder? Habe ich Leim? Ja, ich habe Leim. Ich könnte mir Klebeband machen. Ach so. Hä? Hier. Ich könnte mir das Ding, eine Klinge. Ja, also. Mhm. Ja. Mhm. Stück Käse, ein Schlagring. Ja, komm. So, alles gut. Nochmal Leim. So, und jetzt gehen wir hoch und machen uns ein Kopesch. So, dafür brauche ich eine Klinge. Und was war es noch? Klebeband. Nee, kann ich schon. Zack. So, nicht wieder verlieren. Ach. Jetzt bin ich wieder noch zu doof. Speed. Bin ich doch gut. Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich hab die Punkte doch. Skill, Dex. Dex bin ich drüber und... Ach, bei Speed bin ich nicht drüber. Okay. Naja, trotzdem. Weiter geht's. Es geht immer weiter. Zack, hier rein. Mach den Typen weg. Verfehlt. Danke für die Extraktion. Die Herrschaftszeit noch einmal. So, Kaffeebohnen. Eine kleine Heilung. Immer. Kann ich hier noch was? Ich kann noch was. Ich nehme die erstmal und zack. So, da muss ich doch nochmal umswitchen hier. Was kann ich? Stab kann ich nicht. Das kann ich. Na, kommen wir wieder mit dem Schrubber. So. Ich ziehe das hier durch in der Folge. Keine Sorge. Gibt keine Unterbrechung. Und wenn's bis zum Pfingsttag dauert. Und die Heilung ist weg. Und ich habe wieder was.
Und für die große Heilung brauche ich das. Okay, dann machen wir eine kleine. Und wir fressen das hier. Und die Kaffeebohnen auch gegessen. Und die Milch getrunken. Und wir sind gut dabei. Und es geht wieder los. Es geht weiter. Weiter, weiter. Ich will bloß steigen. Hinab. Stück. Und jetzt ist der Mob weg. Na klar. Ass rein. Die Waffe lässt mich nicht im Stich. Das ist Quatsch. So. Jetzt was macht mehr Schaden? Damit. Ja. Verfehlt. Du weißt aber schon, dass du das Ding benutzen sollst. Das wird direkt gefressen. Und dieses. Und ich habe ein Rohr. Das hatte ich doch schon mal heute. Heilmittel. Ich werde es benutzen und wieder eins herstellen. Weil ich ja vergiftet wurde. Wenn ihr das bemerkt habt. Weil der Typ mich sowas von angekotzt hat. So. Hier, Freundchen. Zack. Das Rohr über den Schädel gezogen. Und weg. Und Ziegelstein so weg. Na? Man kommt ja jetzt zu nichts. Na klar. Fetti, fetti, bum, bum. Was war denn das? Wieso macht der so wenig Schaden? Für das Rohr habe ich doch die Skills, oder nicht? 1 bis 8. Kann ich hier noch was? Kann ich noch was? So, okay, nee, das will ich nicht. Können wir was? Das Rohr. Ich kann ein geschärftes Rohr, Klebeband und eine Klinge. Ja. Okay. Wir fahren hoch. Ne, was war's? Sorry. Das Rohr, was er dann sowieso wieder verliert, weil es... Klinge, Klebeband. Klinge. Machen wir doch uns eine billige Klinge. Zack. Ah, das kann ich aber dann nicht benutzen, weil er zu doof ist. Oh Mann. Ich bin heute nicht auf der Höhe irgendwie, ha? Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wir legen uns kurz hin. So. Ja, ja, sehr geil. Was rein? Hier waren wir zuletzt. Das tun wir uns noch nicht an. Ach, hier ist er. Und jetzt ist das Kopesch weg. Jawoll! Nun komm schon! Jetzt kommt der dicke Klumpen als Hand. So, Freundchen, ich rate dir, triff. Danke. Ein bisschen Reis. Ich heile mich. Ah, so, alles schön. Und hier? Ist der Typ. Ich will jetzt Erfahrungspunkte haben. Mehl. Ich mach mir... Ich koche mir den Reis und dazu esse ich Mehl. Butter. Butter. Ah, ja. Sehr gut. Wir könnten es versuchen, was zu kochen. Mhm. So, wir fahren mal hoch, haben haufenweise Zeug einstecken, gucken mal, ob wir uns was gönnen können. Eisen haben wir genug, das sollte doch die Küche aufwerten, oder? Und das Bettchen. Jo, naja, da habe ich die Hose nicht mehr. So. Also, und Draht und Nägel. Bauen und bauen. Zimmer, Küche,
Bam. Nahrung. Ich kann mit dem ganzen Kack nichts. Dann fresse ich's eben. So. So, guck's dir an. Alles drinne. Kurze Heilung. Ab. Und das tue ich mir alles gar nicht an. Ich fahre direkt hier runter. Natürlich vergiftet. Dann essen wir das. Nö. Hier gibt's nichts. Und das tue ich mir auch nicht an. So, können wir tiefer fahren? Ja. Und wir fahren. Also den Typen muss ich jetzt machen. Aber vorher esse ich nochmal eine kleine Heilung, wenn ich habe. Nein, habe ich nicht. Nein, gibt es nicht unverfehlt. Perfekt, jawohl, so kann es weitergehen. So, jetzt gehen wir erstmal hoch, heilen. Ach, am Ende ist oben. Ist ja auch Polen offen, oder? Nee. Huh, Schwein gehabt. Hinein damit. Und das andere auch. Und dann müssen wir uns um den Typen jetzt weiter wieder kümmern. So, und dann will ich endlich... Bam. Ich will Erfahrungspunkte, dass ich hier meinen Knüppel endlich ordentlich benutzen kann. So, jetzt versuche ich es mal wieder mit der ursprünglichen Methode. Oh Mann. So, bitte. Danke. Und der letzte Hit. Und verfehlt. Und das ziehe ich jetzt durch. 50 XP. Und ein Ziegelstein und eine alte Zitrone. Ah, Verbandskasten. Na dann. Schnelle Heilung. Schnell da rein. Schnell nach oben. Schnell die gammelige Zitrone essen. Sehr gut. Und ins Bett. Und Ziegelstein verloren. So, hier war ich zuletzt. Eine Mark. Du machst so lange, bis das hier funktioniert. Fisch ist das. Oh, Glückstreffer. Das Leben ist wieder schön, es geht weiter. Ach, siehst du, ich wollte ja gucken, ob ich hier... Oh ja. Noch ein Fisch. Und, ja, warum nicht? Siehst du, hat geklappt. Und ein Schluck Wasser. Ass rein, geht wieder vorwärts. Und eine Fressensration. Sehr schön. Zack. Und jetzt wird hier übersprungen, wo es nur geht. Oh, da kommt die. Habe ich ein Level überhaupt nur endlich? Nee. Die keucht ja was zusammen. Also die Chancen hier was zu treffen sind ja richtig beschissen. Und die hat 90 Leben. Schön, verfehlt. Nee. Danke. Na? Es ist nicht zu schaffen. Und oben wartet bestimmt der nächste Superheld hier. Na. So. Hilft nur die Flucht nach vorne. Und das
Haben wir es schon mal so weit runter geschafft, zu 42, liebe Leute? So, ich gebe mich geschlagen, das Spiel hat gewonnen. In der nächsten Runde spielen wir das auf einfach. Und ich werde, oder vielleicht doch nicht, auf normal, aber ohne, dass wir diesen Kram verlieren. Da müssen wir eben auf normal spielen. Liebe Leute, ich senke mein Haupt demütig für eure Geduld und dass ihr mir beim Versagen wieder mal zugeschaut habt. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, schöne Pfingsten, euer Onkel Klo. Bis dann in der nächsten Folge. Ciao, bleibt gesund.